dass wir die komplette Prozesskette im Haus haben, war uns das sehr, sehr wichtig, dass es anwendungsnah hier passiert. Das hat die EAM umgesetzt. Das heißt, sie hat Pre-Process, In-Process und Post-Process-Stationen gewährt, um wirklich den Leuten einen Einblick zu geben. Darüber hinaus haben sie auch noch Table Talks entworfen. Das heißt, man sieht wirklich hautnah Case Studies, Baurate, die schon umgesetzt sind, Projekte, die realisiert worden sind. Und deswegen war uns das wichtig, weil wir eben selbst die komplette Kette im Haus haben. Und es wurde sehr, sehr gut in Kombination umgesetzt. Ja, der Standort Augsburg ist tatsächlich sehr gut ausgestattet mit einigen Industrieunternehmen, die im Bereich Additive Fertigung anerkannt sind und aktiv. Wir haben zum Beispiel zwei Anlagenhersteller hier direkt im Augsburger Umfeld und viele Anwender, die spannende Applikationen erschließen mit der additiven Fertigung. Für SIGECV versteht sich als Partner für die Industrie. Wir unterstützen bei der Bauteilidentifikation, bei der Technologieauswahl, aber dann auch eben bei der Technologieimplementierung und bei der unternehmensspezifischen Technologieoptimierung, sofern das notwendig wäre, was unserer Erfahrung nach in den meisten Fällen der Fall ist. Die Möglichkeit für die Teilnehmer mit einem Shuttle zu uns zu fahren, finde ich echt klasse. Warum? Weil es viele Filme, Videos im Internet gibt, es wird viel berichtet. Aber es wirklich live zu sehen, vermittelt einen ganz anderen Eindruck. Und darum sind wir froh, dass man hier den Messeteilnehmern eine Chance bietet, zu uns zu kommen, das Ding live zu sehen, Teile anfassen zu können und wirklich vor Ort im Gespräch zu kommen. Also die EAM als neue Messe ist sehr wichtig für Bayern, weil eben sie die additive Fertigung hier im süddeutschen Raum präsentiert. Sie zeigt dadurch die Fortschritte, die aktuelle Entwicklung. Sie adressiert erstmals die additive Fertigung in Bayern, die die einzelnen Player, sowohl Unternehmen als auch die Forschung, zusammenbringt.